Das Jahr 2019 ist das Milizjahr. Und das Milizsystem in der Schweiz ist ein Unikat. Und da haben wir Handlungsbedarf, dass wir das in Zukunft entwickeln. Mein Name ist Renate Gautschi. Ich bin selber Gemeindeamme, Gemeindepräsidentin und Präsidentin der Gemeindeamme-Vereinigung Kanton Aargau. Und das seit vielen Jahren. Es ist wichtig, dass wir uns für das Land und die Leute engagieren. Und es gibt ein wunderbares Zitat von John F. Kennedy. Der hat gesagt, man soll nicht fragen, was das Land für einen selber machen könnte, sondern wir sollen uns die Frage stellen, was wir für unser Land machen können. Das Milizsystem stärken muss unser ureigenes Interesse sein, dass wir die jungen Leute begeistern können, mitzumachen an dieser Beteiligungspolitik, sich einzusetzen und zu engagieren. Es gibt keine speziellen Aspekte zwischen Frauen und Männern. Wichtig ist, dass wir unseren Rucksack mitbringen, unsere Berufsausbildung und unsere Fähigkeiten. Und so können wir im Milizsystem absolut zielgerichtet wirken. Was brauchen wir denn, um Milizpolitiker zu sein? Es ist ganz wichtig, dass wir einen guten beruflichen Hintergrund haben, ein gutes Allgemeinwissen, einen guten Menschenverstand, die Leute auch gerne haben. Wir haben mit allerlei Leuten zu tun. Wir sind an der Basis, beim Volk, und wir setzen uns dort auseinandersetzen für gute Lösungen. Nach der Technikerschule habe ich im 2010 einen Job im Fricktal angenommen und bin so 2012 auf Münchwil gezogen. Aktuell arbeite ich auf Mandatsbasis als Softwareentwickler. Nebenan bin ich Gemeindeamme der Gemeinde Münchwil und habe noch diverse weitere Milizämter inne. So bin ich z.B. 4 bis 6 Wochen im Jahr im Dienst der Schweizer Armee, und zwar als Chef Einsatz der Luftwaffe Nachrichtenabteilung 2. Mir ist die Frage gestellt worden, was die Parallelen sind zwischen meinem Amt als Gemeindeamme und meinem Amt im Militär. Sie sind sehr unterschiedlich. Das Einzige, was sie wirklich gemeinsam haben, ist eigentlich der zeitliche Aufwand, der relativ hoch ist bei beiden. Besonders in den Vorbereitungen braucht das nämlich viel Zeit. Es gibt aber einen krassen Unterschied zwischen beiden. Und das ist die Tonalität. So ist man im politischen Umfeld eher diplomatisch unterwegs. Und im Militärischen gibt es eine Auftragstaktik, eine Befehlstaktik und eher einen rauen Umgangston untereinander. Eine der grössten Herausforderungen, die ich gestartet habe in dem Amt als Gemeindeamme, war, die zeitlichen Aspekte aneinander vorbeizubringen. Relativ einfach habe ich das gelöst, zusammen mit meiner Frau. Der Sonntag gehört zum Beispiel immer uns. Und unter der Woche tue ich gewisse Zeiten bewusst herausstellen, die ich brauche zum Ausgleich. Ich habe mich zur Wahl gestellt in der Gemeinde Belliken aus folgenden Gründen. Und zwar wollte ich mich persönlich auch weiterentwickeln. Ich wollte etwas im Dorf Retour geben. Ich wollte etwas für die Dorfbevölkerung machen. Zusätzlich als Landwirt hat man gewisse Freiheiten, die man herausnehmen kann. Ich habe rund mit zeitlichem Aufwand von 20% etwa gerechnet. Es ist sicher so, dass man gewisse zeitliche Ressourcen mitbringen muss, sonst geht es nicht. Ich habe auch von meinen Berufskollegen eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, als endlich wieder mal jemand aus der Landwirtschaft in so einem Gremium Einsitz nimmt und etwas für das Dorf oder für den Berufsstand machen kann. Freunde, Vereine stehen im Moment eher ein bisschen auf der zweiten Position, aber das wird sich, nachdem was man sich eingeschafft hat, wieder einpendeln. Und dann kommen die wieder auf die gleiche Stellung wie das Gemeinderatsamt. Mein Name ist Lukas Serne, ich bin Gemeindeamme von Mandach. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder im Alter von 17 bis 22 Jahren. Beruflich arbeite ich in einem internationalen IT-Dienstleistungskonzern. Mein Hobby ist Musik. Ich spiele S-Tuba in verschiedenen Brassbands. Das ist aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges, dass man neben dem Beruf, der Familie und auch dem Gemeinderatsamt eine Zeit hat für ein Hobby. Für mich ist das wichtig. Ich kann dort immer abschalten, diese Musikproben. Mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich in der Regel relativ früh anfange zu arbeiten. Ich arbeite in Zürich, das heisst, ich habe einen relativ weiten Arbeitsweg. Wir haben aber flexible Arbeitszeiten und ich habe auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Und ich organisiere es darum so, organisieren, dass ich einen Termin für den Gemeinderat in der Abend habe, vielleicht über den Abend oder an dem Tag, wo ich in den Heimen arbeite. Dann geht es relativ gut auf. Das Milizsystem funktioniert aus meiner Sicht. Es ist aber auch wichtig, dass wir es weiterhin pflegen und erhalten. Es hat natürlich auch gewisse Grenzen.
Insbesondere dann, wenn die Firmen nicht mehr bereit sind, den Leuten die Zeit zur Verfügung zu stellen, in Form von flexiblen Arbeitszeiten zum Beispiel. Da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man Firmen, die Milizpolitiker einstellen, dass die zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen mit Bonuspunkten belohnt werden, ganz ähnlich wie man das macht für die Lehrlingsausbildung. Im Gemeinderatsamt mache ich ganz verschiedene Erfahrungen. Ich treffe sehr viele Leute aus ganz verschiedenen Berufsbereichen. Es gibt immer interessante Gespräche, wo man sehr viel daraus mitnehmen kann, was mir auch im Berufsleben sehr hilfreich ist. Vor 38 Jahren bin ich in Aarauer Einwohnerrat gewählt worden. Mein erstes politisches Amt. 4 Jahre später dann in Aarauer Stadtrat und seit 10 Jahren bin ich jetzt Regierungsrat. Das Interessante ist, obwohl das so unterschiedliche Ämter sind, die Fragestellungen und die Herausforderungen sind immer ganz ähnlich gewesen. Gute Projekte aufgleisen, Mehrheiten zu beschaffen und am Schluss das Gemeinwesen, wo man tätig ist, dafür weiterzubringen. Das Milizsystem ist etwas Wichtiges für unser Land. Wir wollen nicht, dass auch in kleinen Gemeinden am Schluss nur noch Berufspolitikerinnen und Politiker tätig sind, sondern Leute aus möglichst vielen, aus möglichst allen Bevölkerungsschichten. Dazu braucht es natürlich auch die richtigen Voraussetzungen. Es braucht Arbeitgeber, die bereit sind, ihren Mitarbeitenden auch mal zwischen ihnen freizugeben, ihnen zu ermöglichen, so ein Milizamt auszuüben. Und wir müssen auch von den Gemeinden aus und vom Kanton alles dran setzen, dass wir Einführungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten haben, dass die Milizämter auch einigermaßen bezahlt werden. Reich wird niemand als Milizpolitikerin oder Milizpolitiker. Aber es sollte auch nicht so sein, dass man dort beruflich und finanziell riesen Nachteile hat. Also, überlegen Sie es, entscheiden Sie sich auch mitzumachen. Ich glaube, Sie werden viele bereichernde Erlebnisse haben. Ich habe das in den letzten 38 Jahren so erleben dürfen.